hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell teilte Putin bei einem Treffen während der UN-Generaldebatte mit, dass die EU stabile Beziehungen zu Moskau unterhalten will. Die litauische Cybersicherheitsbehörde hat insgesamt 3 chinesische Smartphones genau untersucht, je eines von Xiaomi, von Huawei und von OnePlus. Dabei seien 10 Schwachstellen gefunden worden, von denen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko ausgehe, von denen der vorliegende Bericht 4 beschreibt. Die übrigen Sicherheitslücken sollen bis Ende 2021 publiziert werden. Die Ukraine und die Türkei weiten ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Militärtechnik aus. Der ukrainische Außenminister Kuleba teilte mit, dass türkische TB2-Drohnen in einer neuen Fabrik produziert werden sollen. Amnesty International und 2 weitere NGOs klagen die Pariser Regierung an, damit sie die Dokumente über Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate freigeben. Die Waffen sollen nämlich im Jemen gegen Zivilisten eingesetzt werden. Das Mitglied der unabhängigen syrischen Untersuchungskommission der UN Karen Conning Abu Zeid sagte, dass niemand daran denken könne, dass Syrien ein sicheres Land sei, um Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Denn der Krieg gegen Zivilisten wird weitergeführt. Der 46-seitige Bericht der Kommission wurde dem Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt. Apple droht, Facebook wegen Menschenhandels aus dem App Store zu schmeißen. Die Vorwürfe gegen Facebook wiegen schwer. Das Internetunternehmen soll gewusst haben, dass die Plattform für Menschenhandel und Sklaverei missbraucht wurde. Doch unternommen habe es nichts. In der Hauptstadt Bischkek in Kirgisistan hat das 6. Festival begonnen, um den Epos der Völker zu bewahren.